Mit einem Silvesterkonzert hat die junge Sinfonie Reutlingen den Jahreswechsel gefeiert. Im gut gefüllten Saal der Freien Georgenschule gaben die Musiker verschiedene Werke zum Besten, etwa ein brasilianisches Volkslied oder Mozarts Vogelfänger. Ganz anders in Mössingen. Der Schützenverein verabschiedete das Jahr mit lauten Schüssen. Beim Silvester-Western-Schießen konnten die Schützen ihre Treffsicherheit mit dem Repetiergewehr unter Beweis stellen. Mit einem Blasmusikkonzert hieß die Stadtkapelle Münsingen das neue Jahr dann willkommen. Bei Schnee und Kälte spielten die Musiker auf dem neu gestalteten Rathausplatz mehrere Lieder, während sich die Zuhörer an ihren Glühweinbechern wärmten.